Es kam im letzten Video die Frage auf, wie man eine zweidimensionale Textur leicht rund gestaltet. Das heißt, hier habe ich jetzt meine Checker-Textur, die so ein bisschen für so Plattenabbildungen gut sein soll. Und wir sehen jetzt hier in der Darstellung, dass das Ganze kreisrund gemappt ist. Und wenn ich da mal reinschaue, sehe ich da auch Normal Map-Effekte und das passt eben sich dieser Form an. Ein Benutzer hat gefragt, wie man da quasi eine Untertassensektion machen könnte. Und da ich das schon gemacht habe, dachte ich mir, ich mache ein kurzes Video dazu und zeige das mal. Und dafür mache ich eine neue Blender-Datei auf oder nehme gleich die hier. Ein Zylinder hinzu. Und skaliere ihn auf Z ein bisschen kleiner. Machen wir hier mal das Face weg, Kantenselektion und dann extrudiere ich das, skalieren auf 0 und ein paar Lukas rein. So, dann gehen wir wieder in die Face-Selektion und das hier lasse ich mal und sage jetzt U und hier kann ich jetzt das normale Unwrapping machen, dann wäre es eben kreisrund. Ich kann aber auch hier Zylinder Projection nehmen. Und es gibt noch die Option Follow Quads, Active Quads. Aber aus irgendeinem Grund schaut es bei mir nie gut aus. Ich mache hier U und sage dann Zylinder. Und jetzt habe ich hier was, mit dem ich arbeiten kann. Kann jetzt hier mit Alt einfach den Loop auswählen. Scale Y 0 und kann den dann raufschieben und das mit dem nächsten auch, muss bloß aufpassen, hier kreuzt sich das Ganze. Okay, und jetzt habe ich das und jetzt könnte ich hier meine Checker-Textur reinladen und beziehungsweise muss ich das gar nicht, ich kann einfach das Material anlegen. Properties, neues Material und werde mir die Base Color Image Textur, nehmen wir da die Checker Textur. So, und jetzt sehen wir, dass das kreisrund abgewickelt wurde. Nur das vielleicht. So. Und dann schaut das quasi so aus. Ein bisschen gestretched vielleicht noch. Naja. Das kann man sich dann anschauen, wie man das braucht. Aber so funktioniert der ganze Trick. Und dann hat man quasi diese linear geführten Vierecke kreisrund abgebildet. Die Checker-Textur, die ist aus dem alten Blender, wo es noch den Blender-Render gab. Da gab es diese Textur noch. In dem neuen Blender gibt es die nicht mehr. Und schauen wir da vielleicht mal gerade. So, das Einzige, was wir jetzt hier haben, wir haben zwar hier eine Checker-Textur, nur ist die eben nicht mehr so wie früher. Und die hat jetzt eben nur noch gleichwertige Vierecke. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Was man sich sonst noch überlegen könnte, wenn man es unbedingt prozedural haben will, wäre eine Brick-Textur. Die Vermutung kam eh auch in den Kommentaren. Und schauen wir da mal so rein. Und dann können wir. Haben wir hier unterschiedlich wertige. Das heißt, wir können jetzt einen Maßnode nehmen und können da sagen, alles was größer als, ja, ist jetzt eh schon. Und damit ist dann, warte mal, schauen wir mal, 0,75. Damit hätten wir jetzt einzelne Kacheln, die wir dann natürlich noch ein bisschen
entsprechend, wie wir das haben wollen, verändern können. Das wäre eine Möglichkeit, da kann man mehrere übereinander legen. Das heißt, lasst mich überlegen. Wir nehmen das ganz einfach, kopieren das, machen dann hier vielleicht mal, schauen wir, ob 7 noch geht. So, ja, das geht noch und dann könnte man dort, müsste man dann, so, Ctrl-T, generated passt mir eh, könnte man da einfach dann die Location noch ein bisschen durcheinander wirbeln, dass man das zufälliger hat. Wir haben Werte zwischen 0 und 1 jeweils, das heißt, wir könnten die beide addieren und den Clamp reinmachen, damit dann nur Werte zwischen 0 und 1, also damit das runterskaliert. Und dann hätten wir das hier zusammen addiert. Wenn wir da mal okay, warte, das ist noch falsch. So. Wenn wir jetzt die Scale verstellen, dann sehen wir das. Das könnte sehr gut funktionieren. Wenn man das oft genug macht, dann kommt dann auch so eine zufällige Textur raus. Das wäre eine Möglichkeit, so eine Plattentextur zu machen. Die ist dann zwar prozedural, aber hier habe ich eben das Problem, dass ich eben die Stretches drin habe. Und das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger Prozess. Und das ist auch der Grund, warum ich bei dem aktuellen Projekt eben schaue, dass ich das irgendwie anders löse. Mit der Cloud-Textur, die ist halt wirklich komplett dreidimensional, da kann man schon eine ganze Menge damit machen. Aber nachher wird es schon schwierig. Aber für die Enterprise ist das halt wirklich perfekt. Dafür kann man es auf jeden Fall super nehmen. Hier ist irgendwie was schief gegangen mit der Textur. Aber es hat sich eben ein bisschen verändert gehabt, seitdem. Das ist ja noch mit Blender, weiß ich nicht, 2.63 oder so gemacht. Ich schaue, ob wir das nochmal schön eingefangen kriegen. Gut, das sollte ein kurzes Infovideo nochmal oder ein kurzer Anhang sein für die prozedurale Textur. Macht's gut!